war noch was. Irgendwas war noch, war noch, war noch, war noch was. Ach, stimmt. Da standen wir vor einer Wahl und sollten uns entscheiden und konnten unsere Stimme abgeben. Wir gaben aber nicht unsere Stimme ab, sondern, wir sind ja im Bleistiftsalon, wir machten ein Kreuzchen und oft sogar mit einem Bleistift. Keine Sorge, über die vergangene Bundestagswahl will ich nicht reden, heute nicht, sondern ich möchte einen Mann vorstellen, der nicht nur einmal gewählt wurde, und zwar nicht knapp, sondern unzweifelhaft, sondern zweimal, und er hat zwei Wahlperioden standhaft gemeistert. Und der mit dem Amt seine Gemeinde präsentierte, der mit dem Amt die Bürger über das informierte, was auf sie zukommen sollte, und der auch mit Leuten zusammensaß, und hier meine ich den Menschen, der rechts auf dem Foto sitzt. In seiner gesamten beruflichen Laufbahn war er in den Diensten der Gemeinde Simmerath, ich habe den Punkt gerade überlesen. 1978 begann er als Verwaltungspraktikant im Rathaus, und nach mehreren Zwischenstationen und vielen Weiterbildungen wurde er im Jahr 2000 zum Beigeordneten gewählt. Und bei den Kommunalwahlen 2009 wurde er dann zum Bürgermeister gewählt und 2014 in seinem Amt bestätigt. Aus freien Stücken, also aus eigener Entscheidung, hat er sich der Wahl nicht erneut gestellt. Er steht dazu. Und am 31. Oktober 2020 war sein letzter Arbeitstag im Simmerather Rathaus. Begrüßen Sie mit den Bürgermeister, also in dem Fall den ehemaligen Bürgermeister von Simmerath, Karl-Heinz Hermanns. Ich habe gelernt, dass du das Mikrofon ganz nah an den Mund halten musst, aber du, glaube ich, kannst das besser als ich. Du warst 11 Jahre lang Bürgermeister von Simmerath und 42 Jahre lang, du darfst dich auch setzen, in der Verwaltung tätig. Liegt es da nicht nahe, dass man alles so hauptsächlich durch die Verwaltungsaugen sieht? Ja, guten Abend zusammen. Das könnte man zunächst so sehen. Aber ich glaube, wenn man sich nach vielen Jahren in der Verwaltung für das Amt des Bürgermeisters bewirbt und das machen will und dann auch 11 Jahre gemacht hat, ich war ja vorher Stellvertreter des Bürgermeisters, 10 Jahre lang etwa, dann will man das nicht nur aus der Sicht der Verwaltung sehen, sondern dann will man den näheren Kontakt zu den Bürgern und gemeinsam, alleine geht das ja gar nicht, gemeinsam mit den Bürgern, natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus etwas bewirken, aber auch mit der Politik. Es gibt ja auch einen Gemeinderat, es ist ja gut so, dass wir das in Deutschland so haben, und das war die Absicht. Ich will jetzt nicht von mir auf dich schließen, aber wenn ich mich ausschließlich in einem Umfeld bewege, in deinem Fall war das die Verwaltungstätigkeit und die Verwaltungsspitze zu sein und zu lenken, wie sind denn dann die Eindrücke und die Einschätzungen an dich rangetragen worden oder wie hast du so an dich rangelassen, die Bürgerschaft ausmachen und nicht deine Mitarbeiter? Also, es gab einen besonderen Kritiker in der Gemeinde Simmerath in den 2000er Jahren, als ich Beigeordneter war. Der war im Gemeinderat, ich möchte den Namen hier nicht nennen. Schade. Der Mann ist verstorben, er gehörte verschiedenen Parteien an, bevor er dann seine politische Arbeit beendete. Der hat dann gesagt, ja, der kann das doch nicht, der ist doch nur Verwaltungsmann. Das meinte ich, ja.
Aber ich möchte vielleicht so viel sagen, ich habe seit den 70er Jahren als ganz junger Mann sehr intensiv im Ehrenamt gearbeitet, in verschiedenen Funktionen, gerade auf der Sportvereinsebene, war auch 10 Jahre lang Vorsitzender eines 500 Mitglieder starken Vereins mit einer Reihe Abteilungen in Rollesbruch. Und unter anderem diese Arbeit hat mir viel gebracht, hat mir aber auch gezeigt, dass es einfach Sinn machen könnte, nicht nur Verwaltungschef zu sein, sondern sowohl Verwaltungschef zu sein, als auch mit den Bürgern gemeinsam etwas zu bewirken. Als du aufgehört hast, hat in der Zeitung gestanden, ich bin Bürgermeister mit Leib und Seele. Was sind denn die Ansprüche, die du selbst an das Bürgermeisteramt gestellt hast? Nicht die andere gestellt haben, das meine ich, die du selbst gestellt hast. Also da das bei uns in Nordrhein-Westfalen so ist und teilweise auch in einigen anderen Bundesländern, dass der Bürgermeister sowohl Chef der Verwaltung ist, als auch Vorsitzender des Rates, die Gemeinde repräsentiert, mit den Bürgern es können muss, so formuliere ich mal, ist für mich persönlich einfach wichtig. Das vermisse ich an der einen oder anderen Stelle auch in unserer Region, dass Verwaltungschefs zwar gewählt sind, aber kaum eine Vorbildfunktion, insbesondere keine fachliche Vorbildfunktion sein können. In jedem anderen Beruf, ob sie Malermeister sind, ob sie Bäckermeister sind oder ob sie sonst auch in der Verwaltung sind, erwartet man vom Chef, von der Chefin, dass sie auch fachliches Vorbild neben den menschlichen Attributen etc. ist. Das ist bei uns aber nicht und man sieht ja jetzt auch bei dem einen oder anderen, Sie alle haben in Ihrem Leben, sind Sie vermutlich nicht als Chef, Chefin gestartet, sondern haben einen gewissen Werdegang. Und Sie alle, wir alle konnten beurteilen, hat man einen Chef, hat man eine Chefin, die mir auch was beibringen kann. Und das ist etwas, was in manchen Rathäusern vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist. Also dann doch deine Verwaltungserfahrung einbringend. Vielleicht bevor wir auf ein neues Thema kommen, kann man den Menschen, ich meine jetzt wirklich aus deiner Erfahrung, klar machen, dass Lebensqualität sich nicht nur durch Bequemlichkeit und Komfort definiert. Kann man denen das klar machen? Ich glaube, wenn man... Also wichtig ist für mich jedenfalls gewesen, jeder mag das ja sehen, wie er will. Ich glaube einfach, bei aller Kritik, die die Bürger in Deutschland an den Politikern, an den Verwaltungschefs haben, glaube ich, die meisten, das habe ich auch bei Kritikern von mir festgestellt, erwarten Kompetenz, Objektivität, Seriosität, Standhaftigkeit von den führenden Leuten. Klammer auf. Das hat sich, glaube ich, auch bei der Bundestagswahl ein bisschen gezeigt. Und ich glaube schon, wenn Menschen zu mir in die Bürgersprechstunde gekommen sind, Leute im Alter 75, 80 Jahre, und sagen zu mir, Herr Bürgermeister, ich könnte ja auch zu den Mitarbeitern in Ihrem Rathaus gehen, wir möchten aber mit Ihnen darüber reden, geben Sie uns mal einen Tipp, wie wir das mit der Grabpflege später mal machen sollen. Ob wir, ja, es waren Leute dabei, die gesagt haben, sollen wir uns jetzt schon ein Doppelwahlgrab besorgen? Solche Sachen, das hat mich sehr berührt, dass Menschen zu mir gekommen sind und wollten eine Meinung von mir haben. Das waren nicht in Anführungszeichen CDU-Leute. Ich glaube, die Bürger, die ich meine, ich glaube, die, soweit ich weiß, sind die gar nicht, weiß ich nicht, in der Partei, zumindest nicht in der CDU. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man eine Vorbildfunktion hat, ohne dass ich in Anspruch nehme, dass ich oder auch Bürgermeister und Politiker es immer nur alles richtig machen. Das kann man ja auch unterschiedlich manches sehen. Du bist ja so lange im Amt gewesen. Wir wollen ja gleich mal das Thema wechseln, weil wir wissen ja, du bist ja im vorigen Jahr aus dem Amt ausgestiegen, nicht ausgeschieden worden, sondern ausgestiegen, freiwillig. Hast du da einen Plan gehabt, was du dann mit deiner, wie sagt man, Rentnerzeit, Freizeit machst?
Hast du damals einen Plan gemacht? Also ich sage, was du jetzt machst, was du damals. Also ich sage mal, so ein Jahr, bevor ich dann mich letztendlich gemeinsam mit meiner Frau, das muss man ja auch, so, meine Frau ist heute Abend dabei, die war auch viele Jahre einfach an meiner Seite. Und wenn Sie keinen Partner haben, der Sie in so einem Amt wirklich intensiv unterstützt, dann haben Sie es viel schwerer, als wenn Sie einen Partner haben, der Sie wirklich unterstützt. Und nachdem wir beide dann entschieden haben, nein, ich trete nicht mehr an, dann bin ich zunächst davon ausgegangen, ab dem 1. November letzten Jahres bin ich nur, quasi fast nur noch im Ruhestand. Dann hat sich aber sehr kurzfristig ergeben, dass ich gebeten worden bin in Gesprächen mit der CDU in Simmerath, ob ich bereit wäre, für den Städteregionstag zu kandidieren. Städteregionstag, da sind 72 Menschen für 540.000 Einwohner, alle Kommunen in dem früheren Kreis Aachen plus Stadt Aachen, die meisten werden es von Ihnen ja kennen. Und ich bin der Einzige aus der Gemeinde Simmerath von 72 plus Herr Dr. Grüttemeier als Städteregionsrat, weil ich den Wahlbezirk Simmerath, Gesamt-Simmerath ist ein Wahlkreis, als Direktmandat gewonnen habe. Und die anderen, meine Mitbewerber, auf ihren Reservelisten offensichtlich nicht gut genug standen. Ich bin der einzige Simmerath. Und das sehe ich auch als eine weitere besondere Verpflichtung an. Und mich hat gerade das Wahlergebnis letztes Jahr besonders gefreut. Ich habe bei, ich glaube, es waren 12 Kandidaten, 58% bekommen. Das beste Ergebnis in der ganzen Städteregion, nicht nur bei der CDU und so. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht darum, die Simmerater haben mir da für mich ein unwahrscheinliches Vertrauen weitergeschenkt, was mich einfach gefreut hat und wo ich mich auch in der Verpflichtung sehe für Simmerath, für die Eifel, gerade auch mit den Kollegen aus Monschau und aus Rötschen, für die Eifel mich einzusetzen. Und das macht mir einfach Freude jetzt. Aha, also mit Ruhestand ist nichts. Ja, Ruhestand, ich darf das auch hier sagen. Nee, das gestern? Nein, pass auf, ich darf jetzt nicht, weil du greifst schon viel zu weit vor. Das habe ich ja schon im Vorgespräch gemerkt. Aber das ist wahrscheinlich genau das Amt, was du begleitet hast oder geführt hast. Man muss sich ja da auch mit Worten durchsetzen und wehren dürfen. Aber ich habe eine Idee gehabt und das war im vorigen Jahr. Alle wissen es ja, das sollte ja alles im vorigen Jahr schon passieren. Und habe mir einen Gedanken gemacht, wie du denn dann, du darfst dazu gucken, als Privatier dich fühlen würdest. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Frau, wenn die Zeichnung fertig ist, sich das vielleicht ein bisschen mehr gewünscht hätte, so wie du hier auf der Zeichnung aussiehst, aber nun doch nicht geworden bist. Und um näher hinzugehen, meine Klaue, meine handschriftliche Klaue, die kann man vielleicht nicht sehen. Also die sitzt auf dem Koffer und da steht erledigt drauf. Und das Fähnchen, was du in der Hosentasche hast, das steht auf zu neuen Taten. Wir haben ja jetzt gehört, was das für neue Taten sind. Du bist ja schon wieder vollkommen im politischen Leben angelangt und übst das sehr intensiv aus. Ich finde das bewundernswert. Also du machst eigentlich vielleicht weniger, aber doch intensiv weiter das, was du regional und kommunalpolitisch schon immer gemacht hast. Ja, ich bemühe mich auf jeden Fall. Ich mache ja noch mehrere Sachen. Es gibt ja noch darüber hinaus Tätigkeiten, die ich mache, aber zum Beispiel, ich bin seit jetzt im 32. Jahr Nebenamt, ich habe das auch als Bürgermeister gemacht, in der Dozententätigkeit bei der Ausbildung der Verwaltungsangestellten in der gesamten Städteregion im Kreis Düren, sowohl im Städteregionshaus als auch im Kreishaus Düren etwas tätig. Und das mache ich noch ein bisschen weiter und privat hat sich ja auch noch einiges getan. Aha, dürfen wir das wissen? Ja. Du bist Opa. Ich bin wir haben heute den 30., seit vorgestern 16 Monate lang, seit 16 Monaten Opa, einer tollen Enkelin Leni, die mich auch sehr in Anspruch nimmt. Und da versuche ich mehr zu machen, als ich bei meinen Kindern gemacht habe, als sie klein waren, weil ich immer 1000 andere Sachen hatte. Also die ist genauso gegangen wie mir, als mein Sohn, der sitzt da vorne, mal die Haustür aufgemacht hatte, da war er, glaube ich, 10 oder 11.
und hat den Türspalt ganz schmal gemacht und hat dann gesagt zu mir, wen darf ich melden? Ich denke, das ist dir auch so ähnlich ergangen, aber ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang weiterreden. Ich wollte dich noch ein bisschen quälen. Und zwar wollte ich dir ein paar Fragen stellen. Du hast nur eine Minute Zeit. Und wenn du 10 Fragen beantworten kannst, ist das super. Ich habe 15 Fragen vorbereitet und wir schauen mal, was passiert. Wenn du eine Frage nicht beantworten willst, was keiner von uns übel nimmt, aber wir werden das natürlich wahrnehmen, dann sagst du einfach weiter. Also, ich drücke mal auf die Uhr. Ich hoffe, dass die funktioniert. Mal gucken. Nein, aber jetzt. Jetzt funktioniert es. Wie alt bist du? 63. Lieber Kaffee oder Tee? Tee. Wie findet deine Frau jetzt dein Engagement in der Städteregion? Nee, wie finden sie es? Findest du es? Ah, wunderbar. Beide lügen, aber egal. Es war eine gemeinsame Entscheidung. Ja, okay. Bist du mal politisch enttäuscht worden? Ja. Ah. Bei dieser Bundestagswahl insbesondere. Wir fragen nicht weiter nach, das ist ja ganz klar. Was hast du als Kind gelesen? Asterix und Obelix insbesondere. Aha. Denkst du, dass die Menschheit den Klimawandel rechtzeitig in den Griff bekommt? Ja. Ohne eine Bequemlichkeit in unserem Leben ändern zu müssen? Nein. Ah, gibt es Gerechtigkeit? Das ist relativ. Danke. Was ist das Wichtigste, das wirklich Wichtigste, was du während deiner Bürgermeisterzeit gelernt hast? Es geht nur gemeinsam mit den Menschen. Du hast 11 Fragen beantwortet. Ich danke dir, die Zeit ist um. Die gesamte Zeit ist um mit dir. Aber nicht nur heute Abend. Ich bedanke mich nochmal, dass du gekommen bist, den Spaß mitgemacht hast, dass man ein bisschen was von dir und deinem beruflichen Leben und deinem jetzt Rentnerleben, das ja doch immer noch Beruf ist, erfahren können. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank, Karl-Heinz Hermanns.